Hallo Freunde von Suzuki und vom Autohaus Wablinger. Ich darf euch heute die Sabrina Filzmoser vorstellen, die mit dem neuen Suzuki Swayze unterwegs ist zu den Olympischen Spielen. Hallo, grüß euch, servus. Ja, Sabrina, das ist ja jetzt schon eine lange Zeit, die uns verbindet. Darf ich dir um ein paar Worte ersuchen? Ja, ich bin schon seit 2005 bei der Bronzemedaille in Kairo von Suzuki und vom Autohaus Wablinger unterstützt. Und natürlich waren da viel schwierige, aber auch sehr erfolgreiche Momente dazwischen. Aber es ist eine lange, sehr stabile Kooperation und das sind jetzt mehrere Olympische Spiele schon dazwischen gelegen. Und ich bereite mich jetzt auf meine vierten Olympischen Spiele in Tokio eben vor. Judo kommt aus Japan, Suzuki kommt auch aus Japan. Zwei ganz wichtige Sachen, die auf meinem Weg immer wieder für Rückhalt gesorgt haben. Und wir haben jetzt eine Weltmeisterschaft in Budapest vor uns. Das ist die letzte Qualifikationsmöglichkeit und da versuche ich eben meinen Platz zu verteidigen, um dann in Tokio topfit um Medaillen mitkämpfen zu können. Mit der Unterstützung verbinde ich eine sehr emotionale Verbindung natürlich, weil über die vielen Jahre das Autohaus Wablinger und auch die Firma Suzuki immer hinter mir gestanden sind und deswegen freue ich mich jetzt schon mit dem Swayze die letzten paar Meter, Kilometer und Meilen bis nach Tokio zu fahren. Danke. Im Namen von Suzuki Austria wünsche ich dir eine gute Fahrt im Suzuki Swayze und viel Erfolg bei den Olympischen Spielen 2021. Danke.